Hey Leute und willkommen zu... Ui, da ist ja sogar ein Schreibtisch in der Bibliothek. Willkommen zurück zu Let's Play Tomb... Ich höre noch ein. Zu Let's Play Tomb Raider 3 The Lost Artifact. Für den PC. Ja, wir spielen das DLC bzw. das Add-on, so hieß es ja früher noch. Ja, von Tomb Raider 3. Mit 6 Leveln, ich habe nochmal gelesen, also wenn ich das jetzt nicht wieder falsch in Erinnerung habe, 6 Leveln, die extra neu designt wurden auf der Engine von Tomb Raider 3. Ja, das ist ja echt ganz schick hier. Und wir sind im zweiten Level, Wimmet's Lair. Nach dem ersten Level, Highland Fling. So, und wir sind jetzt hier scheinbar in so einer Art, kann ich das auch aufheben? Tatsache. Scheinbar in so einer Art Bibliothek angekommen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier hinter was ist. Das ist sowas von der Tür. Hä? Hat er gerade was gemacht? Diese Tür sieht sehr außergewöhnlich aus. Kann ich die ziehen? Nee. Hätte mich nicht gewundert, ehrlich gesagt. Oh Gott. Hey, ist eine Tür offen. Shotgun Muni. Und noch mehr Shotgun Muni. Oh, cool. Keine Ahnung, wieso sich die geöffnet hat, aber sie hat sich geöffnet und ich bin ihr sehr dankbar dafür, denn mehr Shotgun Muni kann ich immer gebrauchen. Ist hier noch was? Nein. Okay, dann gucken wir auf die andere Seite. Die Musik wird mir gerade ein bisschen zu laut. Ich hoffe, die ist nicht so laut, wie ich denke. Beziehungsweise, wie ich befürchte. Ah ja. Hier konnte ich vorhin durchgucken. Dann gucken wir jetzt mal hier hoch. Das scheint gerade der einzige Weg zu sein. Aber trotzdem, was haben wir denn da gerade überhaupt gefunden für ein Item? Das war der Can Key. Und ich habe nach wie vor das Brecheisen. Das zweite Brecheisen, natürlich. Hallo? Jetzt bin ich hier wieder hier oben. Ist es das gleiche oben? Hier war einfach ein ganz normaler Weg nach unten, den ich nicht gesehen habe. Oh. Aber wozu brauche ich denn den Can Key? Oh, jetzt bin ich immer wieder maximal maximal verwirrt, wollte ich sagen. Kann ich... Ah, sehr schön, das kann ich verschieben. Ja, das Problem ist, dass ich es jetzt nicht weiter in diese Richtung schieben kann. Also entweder kann ich es noch eins nach hier ziehen. Sehr gut. Oder ich hätte es reindrücken müssen, aber ich kann es noch eins nach hier ziehen. Also werde ich es wahrscheinlich auch eins nach hier ziehen müssen. Wenn ich Nachricht bekomme. Okay. Für ein neues YouTube-Projekt demnächst. Vielleicht sogar als Nachfolgeprojekt hiervon. Mal gucken. Was ist denn das hier noch? Sieht aus wie so eine Shooting Range. Aha! Da haben wir doch gerade erst vom Krober gesprochen. Wenn man vom Teufelchen spricht. Wenn man von der Brechstange spricht. Aha. Ich spotte einen Lagerraum. Ich werde das mal einmal vom Platz ziehen, einfach weil man es bewegen kann und ich es nicht seitlich schieben kann. Vermute ich mal, dass es was bringen wird, hier zumindest drunter frei zu machen. Tatsache. Das war irgendwie zu erwarten. Weiß auch nicht so ganz warum. Du hier bist wieder bewegbar, beweglich. Jetzt muss ich mal gucken. Okay, wenn ich es eins rausziehe, kann ich es nicht nach da bewegen. Auch nicht nach da bewegen. Ich kann es nirgends hin bewegen, das heißt, ich muss es reindrücken. Theoretisch. Reindrücken kann ich es aber auch nicht. Das ist komisch. Von der anderen Seite aus irgendwie. Hier, du bist auch bewegbar. Kann ich dich reindrücken? Nein, aber dich kann ich weiter rausziehen. Das könnte dann vielleicht helfen, die andere rauszuziehen ebenfalls oder so. Keine Ahnung, also rauszudrücken von innen oder so. Muss ich mal gucken, was das hier jetzt öffnen wird. Da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall... Kann ich die andere nicht nach draußen ziehen oder zumindest nicht komplett. Es kann natürlich sein, dass ich die eins nach draußen ziehen muss und dann von dem Eingang, den ich mir jetzt gerade geschaffen habe, da dann weitergehen kann, quasi. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich denke, das tut ihr. Oder aber, ich ziehe jetzt das noch eins nach hier. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Wenn ich jetzt... Moment, wie weit geht es da noch hin? Ich will jetzt mal kurz was überlegen. Nur mal so rein theoretisch. Das kann ich noch eins schieben. Das heißt, ich kriege das bis maximal da. Das bringt mir gar nichts.
Das heißt, ich muss es jetzt drücken. Ich habe quasi keine andere Wahl. Ein Secret? Ernsthaft? Also, da habe ich jetzt doch ein bisschen mehr erwartet. Ja, schön, dass hier auch so eine Weltkarte hängt, aber ein Secret, ernsthaft jetzt? Und das Einzige, was in einem Secret so secretös ist, ist ein großes Medipack. Das war's mit der Lagerhalle, ja? Oh Gott, wie ätzend. Ja, und hier ist ebenso dieses Ding, aber damit kann ich nichts machen. Und ich wüsste nicht, ob ich hier irgendwo den Schlüssel, den ich bekommen habe, einsetzen kann. Ich war auf jeden Fall noch nicht bei irgendeinem Schlüsselloch. Also, what the fuck? Was muss ich tun? Okay. Ich habe hier nach wie vor diese Tür, die jetzt offen ist. Hätte sich doch irgendwie geöffnet, als ich gegen die braune Wand da gerannt bin, oder was? Und hier sitzt die nächste. Moment. Just a little confused. Hier ist nochmal so eine braune Wand. Aber die macht diesmal nichts. Vielleicht hat die andere auch nicht. Ich weiß, was habe ich denn? Wie habe ich das denn getriggert? Auf jeden Fall ist hier noch so eine Wand. Geh auf. Bitte. Och, Rudi. Wie habe ich das denn getriggert? Dass sich die gedreht haben. War hier noch irgendwo anders was? Mann, würdest du nicht mal drehen, wenn ich dir das sage? Danke. Also wir haben jetzt eine dieser weiteren Wände ebenfalls erfolgreich gedreht. Was ein super schönes Gefühl ist, super Erfolgserlebnis, toll. Aber da ist dann noch eine andere. Wie drehe ich denn die? Ach Mann. Ach Mann. Ich verstehe es nicht. Das Rätsel ist mir zu hoch. Oh. Also ich habe diese beiden Geheimtüren geöffnet. Nur wie? Mit einer Fackel? Nee, ne? Nee. Verstehe ich nicht. Gott, liebe Leute, ich schaue mich ein bisschen um. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich bin jetzt gerade nochmal in den Geheimraum gegangen mit den Shotgun-Munitionen. Und plötzlich habe ich wieder eine Tür aufgehen hören. Vielleicht ist jetzt plötzlich die. What the fuck? Okay, ich habe das Rätsel immer noch nicht verstanden, aber es ist jetzt offen. Also alles gut. Oder so. Okay, gehen wir weiter. Hier ist gefährlich. Hier gibt es ein bisschen Radiation. Sieht aber ansonsten ganz schick aus hier. Ich gehe erstmal außen rum, bevor ich mir das weiter anschaue, glaube ich. Das ist mir sonst ein bisschen zu gefährlich. Hier sind. Ja, natürlich, hier sind noch Items. Aha, und da draußen muss ich höchstwahrscheinlich gleich irgendwo diesen Schlüssel einsetzen, den ich habe. Zumindest kommen da noch ganz viele solche Obelisken und eine schöne Blumenwiese, wie ich das gerade gesehen habe. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß, dass noch so eine Art Schifflevel kommt. Oder irgend so eine Wasserbasis oder sowas. Aber was genau das ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie der Anfang des Levels aussieht. Nicht gut, Hund. Ah, hallo. Nicht, Hund. Geh. Aus, Sitz, danke. Lieg ist auch okay. Das ist ein Safe. Warum ist hier ein Safe? Ach so, das grüne Ding ist die Radiation. Ah, die flüssig ist und einen anbrennt. Ich verstehe diese Radiation. Ja, keine Sorge, Spiel. Ich verstehe das. Vollkommen. Okay, ich hätte gern trotzdem hierfür, glaube ich, die Shotgun. Wenn ich diesem Doggy nochmal ins Gesicht laufe.
Okay, wir sollten nicht in den Safe gehen, der ist voller Radiation, voller flüssiger, anbrennender Radiation-Strahlung. Tun wir es nicht. Ich hole mir trotzdem nochmal die Sachen hier. Tut mir leid, dass ich das jetzt nochmal in der Aufnahme habe, aber ich habe halt vergessen zu speichern. Ja, das Ganze hier. Also ich hätte nicht gedacht, dass diese komische Ruine hier noch irgendwas Großartiges mit Strahlung und sowas zu tun hat. Aber hier wurde vielleicht tatsächlich so ein Endmüll oder wie man das nennt, gelagert. Das kann sehr gut sein. Oh Gott, nicht in den Strahlungsfluss treten. Oh Gott. Ich bin jetzt einfach mal straight hier durchgerusht. Das ist ganz witzig für Rise of the Tomb Raider, was mir übrigens jetzt geschenkt wurde, einfach so ganz random von Andreas. Dafür nochmal ein ganz großes Dankeschön. Habe ich ja schon extra Video zu gemacht. Da gibt es auch ein DLC, also ein Add-on. Gut. Mit einem. Oh, ich hab's geschafft. Mit einem Bonus-Level in einer verlassenen Ruine, in der ja, Strahlungszeug gesammelt wird oder sowas. Irgendwas war da mit Radiation, Labor, Zweiter Weltkrieg, Ruine, was weiß ich. Time taken 25 minutes. 2-3 secrets, 9 kills, MOUs to 33 hits, 147. Und wieder 2,0, 1,22 Kilometer. Geschafft! Shakespeare Cliff. Achso, ich bin jetzt also mit dem Heli geflogen. Und bin jetzt irgendwo. Shakespeare Cliff? Ist es nicht in Amerika? Ah, nee, Moment. Ah, das ist das Ding. Jetzt muss ich mal gucken. UK, genau. Ich wollte gerade sagen, nee, das ist doch Großbritannien. Und ja, Tatsache. Im Hintergrund ist eine Zeitung von UK Today. Liebe Leute, wir sind. Heißt das Level auch einfach Shakespeare Cliff? Das Level heißt Shakespeare Cliff. Liebe Leute, ich bedanke mich dann an der Stelle fürs Zusehen. Hey! Scheiße, halten die viel aus. Und im nächsten Part schauen wir uns hier weiter um im nächsten Level namens Shakespeare Cliff. Bis dann und ciao.